Hi, schön, dass du reingeklickt hast. Willkommen in der Männerhöhle zu einem neuen Video. Ja, und heute habe ich vor, mir einfach mal ein Mensch ärgerlich ein Spiel selber zu bauen. Aus Holz, ein bisschen schöner als diese Papp-Dinger, die es zu kaufen gibt. Ja, und wenn du Bock hast zu sehen, wie ich das mache, dann bleibst du einfach dran. Wir sehen uns gleich. Ja, heute bauen wir uns Mensch ärgere dich ein Spiel selber. Schön, dass du dran geblieben bist und dass du mich auf dem Weg dahin begleiten willst. Vielleicht dient es dir ja auch als Anstoß, als Ideenanstoß, es selber zu machen. Ja, ich habe in meinem Sammelsurium diese Rundstäbe hier noch gefunden. Das sind Buche, glaube ich, soweit ich das weiß. Buche Rundstab, 22 mm im Durchmesser. Und ich weiß nicht warum, immer wenn ich auf diese Stangen gucke, dann sehe ich diese Spielfelder, die man bei Mensch ärgerlich nicht hat. Und deswegen kam diese Idee. Es könnte ganz gut aussehen, glaube ich, dekorativ, wenn man das so ein bisschen hinstellt. Schauen wir einfach mal, was es wird. Deswegen fange ich jetzt mal an, mir hier so kleine Plättchen rauszuschneiden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mit der Kappsäge oder mit was für einer Säge ich das machen will. Da probiere ich jetzt mal ein bisschen rum und wir sehen uns gleich wieder. Ja, da möchte ich auch direkt die Gelegenheit ergreifen, nochmal darauf hinzuweisen, passt bitte gut auf euch auf, wenn ihr so kleine Teile auch an einer Kappsäge oder einer Kreissäge schneidet. Ihr habt es eben gesehen, ich habe angefangen an der Kappsäge, da habe ich mir ja so einen Anschlag hingemacht. Die Stücke sind verkantet, sind teilweise zersprungen oder halt eben auch durch die Rotation des Sägeblatts komplett in der Werkstatt verteilt worden. Das gleiche mit dem Parallelanschlag. Die können verkanten und wenn die quasi am Sägeblatt und zwischen Sägeblatt und Queranschlag, Parallelanschlag quasi eingeklemmt sind, wow, jetzt muss ich erstmal die richtigen Worte finden, auch dann werden die quasi durch das Sägeblatt aufgenommen und durch die Werkstatt geschleudert. Das ist ja dieser Kickback oder so, bei größeren Stücken sehr gefährlich, aber natürlich auch bei diesen kleinen Stücken. Deswegen solltet ihr da wirklich ganz gut aufpassen auf euch und dieses Teil hier zum Beispiel benutzen, weil ich glaube, das ist genau für solche Fälle gedacht. Denn da haben die Stücke die Möglichkeit, nach dem Schneiden hier zur Seite hin zu verschwinden und sind nicht mehr eingeklemmt, sondern können quasi hier sich frei, können frei auf Seite rutschen. Und das ist hier dieses Teil, was man auf den Parallelanschlag aufklemmt. Und ich glaube, das ist genau für solche Zwecke gedacht. Und hat mir jetzt auf jeden Fall geholfen. Trotzdem können diese Stücke immer noch hier reinfallen, hier verkanten an der Stelle, je nachdem, wie sie hier dann zum Liegen kommen. Also passt bitte gut auf euch auf. Puh, das war ein bisschen Arbeit. Ich habe jetzt sämtliche von diesen kleinen Plättchen, kann man die sehen, ja, die habe ich mir jetzt geschnitten. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann sind es 56 Stück, die man insgesamt braucht. 40 hat das Spielfeld. Dann 8, wo die Figuren nachher dann in die Häuser gehen und nochmal 8, wo die Figuren draufstehen. Ja, sollte, glaube ich, passen. Ja, da ich jetzt vorher nicht vernünftig nachgedacht habe und ich ja diesen Rundstab genommen habe mit dem 22er Durchmesser. Mein Plan war es, das schön mit einem Forstnerbohrer vorzubauen, dann die Plättchen da reinzulegen und dann kann man die da reinleimen und perfekt. Ja, jetzt habe ich allerdings nur einen 20er. Oder einen 25er Forstnerbohrer und keinen 22er. Deswegen fahren wir jetzt mal eben zum Baumarkt. Da werde ich den entsprechenden Forstnerbohrer holen. Und ja, dann geht's weiter mit dem Spielfeld.
Also es ist echt brutal viel Arbeit, die einzelnen Spielfelder mit dem Forstlabor auszubohren. Warum habe ich es mir so kompliziert gemacht? Ich hätte mir, das ist ein Tipp für euch, wenn ihr sowas auch machen wollt, druckt euch irgendwie aus dem Internet eine Vorlage aus oder erstellt eine in Paint selber oder wie auch immer, Paint oder in einem anderen Grafikprogramm, dass ihr eine Vorlage bzw. eine Schablone habt, wo ihr dann bohren müsst. Ich habe die jetzt einzeln hier angezeichnet und jeweils abgemessen, wie weit die auseinander liegen. Und trotzdem hat es bei den ersten nicht einwandfrei funktioniert. Aber egal. Ich hoffe. Ich hoffe, das Ergebnis entschädigt nachher. Ach so. Übrigens, ihr habt gesehen, die Werkstatt hat sich verändert. Das ist jetzt ein Zeitsprung im Video. Krass, ne? Was hier passiert jetzt innerhalb von wenigen Minuten? Nee, Quatsch. Ich habe natürlich das Projekt über ein paar Wochen immer mal wieder angefasst, weil ich auch die Werkstatt umgebaut habe. Wenn ihr mal sehen wollt, was da so passiert ist, ich verlinke euch mal den letzten Stand der Dinge. Das sind die News. Da könnt ihr dann mal sehen, was hier so in der Werkstatt passiert ist. So, erstmal die letzten Leimreste von den Fingern entfernen. Ja, warum die Leimreste? Ich habe ja gar keinen Leim benutzt, zumindest nicht auf Video. Ja, ich habe zwei, drei Tipps für euch, wenn ihr das Ganze so nachmachen wollt, was ihr besser machen könnt. Also was habe ich falsch gemacht, was müsst ihr besser machen? Ich habe jetzt sämtliche Felder eingeschlagen. Ihr habt es ja erst gesehen, ich bin hingegangen und habe die mit dem Hammer direkt eingeschlagen. Das war schon mal ziemlich blöd, weil ganz viele von diesen Plättchen zerbrochen sind. Da solltet ihr wirklich ein Stück Holz nehmen, was ihr drauf macht, und damit reinschlagen. Eigentlich logisch, naja, ich musste erst die Erfahrung machen, dass ganz viele von diesen Plättchen brechen. Punkt 2, macht diese Plättchen etwas dicker. Ich habe die sehr, sehr dünn geschnitten, die hatten nachher 2-3 mm. Macht sie ruhig 5 mm, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, dann brechen die nicht so schnell. Ihr müsst natürlich dann entsprechend tief mit dem Forstlabor bohren. Und dann brechen die einfach nicht so schnell. Ja, jetzt ergibt sich aber noch ein anderes Problem. Und zwar, der Rundstab hat 22 mm und ich habe mir auch einen Forstlabor mit 22 mm gekauft. Hätte es eingegeben mit 22,5, wäre das vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen. 23 wahrscheinlich schon zu groß. Warum? Naja, beim Einschlagen dieser Plättchen ist ein bisschen was vom Holz mit rausgebrochen. Teilweise, nicht immer, aber naja, je nachdem, wie man es eingeschlagen hat, wahrscheinlich ist ein bisschen vom Holz mit abgegangen. Das ist leider nicht so richtig gut gewesen, weil dadurch dann ganz viele, obwohl eigentlich keine Lücke entstehen dürfte, weil 22 mm Forstlabor, 22 mm Plättchen, sind dann doch Lücken dazwischen entstanden, einfach weil mal wieder so ein Stück ja Holz rausgebrochen ist. Also für die, die es wissen, ich bin ja selber Laie, ihr wisst das ja mittlerweile, ich versuche immer und probiere Dinge aus und schaue, was passiert. Also für die, die es wissen, wie hättet ihr das Ganze gemacht? Wie hättet ihr diese Spielfelder in das Holz eingelassen? Habe ich das so richtig gemacht? Was hätte ich besser machen müssen? Ich würde mich freuen, schreibt es mal in die Kommentare. Das hilft ja all denen, die das vielleicht nachbauen wollen und ja, die da vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp brauchen. Was habe ich jetzt gemacht, um diese Lücken zu schließen? Deswegen der Leim an den Fingern. Ich habe ein bisschen Holzleim genommen, dann Sägespäne, habe mir da so eine Art Holzpaste, Holzkit draus gemacht und habe die schön mit den Fingern in die Schlitze, also in die Öffnungen quasi reingeschmiert. Jetzt lasse ich das ganze Ding trocknen und dann sind wir auch schon auf der Zielgeraden. Dann wird geschliffen, was das Zeug hält. Ich wollte das Ganze mit Leinöl behandeln. Die farbigen Felder werden noch entsprechend der Spielfiguren angemalt. Na ja, und das seht ihr jetzt und das Endergebnis dann gleich, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, legen wir los.
dieses tausendmal Schleifen und jedes Mal mit Klarlack überlackieren habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Ich erspare euch das. Es sind auf jeden Fall mehrere Schichten. Ich meine, es waren 7 Schichten Klarlack und immer wieder ein kleiner Zwischenschliff. Und ja, es ist ganz schön geworden, zumindest von der Oberfläche her. Was mir nicht gefällt, sage ich euch auch sofort. Denn ich war mir ja nicht sicher, wie möchte ich das gestalten mit den Plättchen, die farbig sind. Und naja, ich habe Acrylfarben benutzt und das ist teilweise echt in die Hose gegangen. Die Felder sehen irgendwie nicht so toll aus. Bei den schwarzen geht's sogar tatsächlich, weil es halt sehr deckend ist. Die grünen sind, naja, und die gelben und die weißen, ja, die sind mir nicht wirklich toll gelungen. Das ärgert mich etwas. Ich hätte es gern feiner und schöner gehabt. Das Problem war nur, ich hatte die schon vorher lackiert und habe sie nachher nicht mehr einschlagen können. Ich nehme mal an, das hat sich noch mehr ausgedehnt und deswegen hat das nicht mehr gepasst. Drum habe ich die dann eingeschlagen und nachträglich lackiert. Ja, das ist halt wieder nicht so schön geworden und also das ist definitiv verbesserungsfähig. Warum aber gerade diese Farben? Warum schwarz, weiß, gelb und grün? Ja, das kann ich euch sagen. Ich war in einem Hobbybedarf. Bei uns hier in der Gegend heißt das Ding Knauber. Und ich glaube, das gibt's aber nur hier in der Region. Ansonsten überall da, wo es auch so Bastelsachen gibt. Und da habe ich so eine Tüte mit Figuren. Kegel heißen die im Fachjargon. Das war mir auch nicht. Ich habe Spielfiguren oder Nöppchen oder sowas. Weiß ich, wie ich die nennen sollte. Und ja, das sind diese guten Stücke hier. Und die hatten nur diese lackiert in diesen Farben. Die sind aus Holz, das war mir wichtig. Es gibt die auch aus Kunststoff. Und die sind etwas größer als die normalen. Deswegen habe ich mich für diese entschieden. Und es waren halt einfach nur noch diese Farben da. Darum habe ich die genommen. Diese Figurenkegel gibt es auch unlackiert. Da kann man dann selber seine Farben lackieren. Das wäre halt dann noch geiler irgendwie, weil die dann noch besser zusammenpassen, die Farben. Hier passt es aber auch einigermaßen. Ja, wenn man das ganz krass machen will, dann kann man sich die auch selber drechseln, die Figuren. Aber ich weiß, dass meine Fähigkeiten dafür nicht gut genug sind, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie lange ich dann gedrechselt hätte, bis sie dann alle einigermaßen aussehen. Drum habe ich den einfachen Weg gewählt und habe ein paar von diesen Figuren gekauft. Die haben nur ein paar Cent gekostet, irgendwie eine Figur 75 Cent oder sowas. Nee, sogar noch günstiger, glaube ich. Die Würfel haben 75 Cent gekostet. Also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Geht schon einer verloren. Ja, ich stelle die Dinger dann mal auf ihre Plätze, wo sie hingehören und lasse euch danach alleine mit ein paar Bildern und Eindrücken von dem Spielfeld. Ja, wenn ich euch ein bisschen eine Idee geben konnte oder vielleicht sogar zum Nachbauen anregen konnte, freut mich das sehr. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas schon mal gemacht habt vielleicht sogar oder ob ihr es noch machen werdet. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Das wird dann in 2 Wochen am Sonntag kommen. Ja, und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Andreas und tschüss.